So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Gold und Silber proben den Aufstand. In der Nacht konnten die Edelmetalle zulegen. Dagegen ja, DAX bzw. die US Futures mussten deutliche Kursverluste hinnehmen. Blicken wir allerdings zuerst auf die Gold- und Minenwerte. Hier gibt es eine Kinross, die hat jetzt in dieser Woche kein neues Tief gemacht. Also sie sind alle recht unterschiedlich. Ja, Anglo Gold ist, hat ein Tief gemacht, kann sie hier leicht berappeln. Eine Newmont Mining Group ist hier, eine Corporation ist hier, hat hier das Gap nicht geschlossen, also gab hier keinen größeren Verkaufsdruck mehr, hält sich direkt am EMA 200, konnte sich schon gestern hier mit einer leicht bullischen Kerze nach oben abstoßen. Die Silver Wheaton Corporation hat hier kein neues Tief gemacht, ja, ist über dem EMA 200 geblieben, und eine Pan American Silver hat hier auch kein neues Tief gemacht. Also hier sind schon gestern, wie man jetzt hier an den Tageskerzen ja sieht, Käufe zu beobachten bei der Barrick Gold. Die kann sich hier in der Oberkante und Unterkante des Rainbows halten, was auch eher natürlich ein bullisches Zeichen ist. Abverkauf, beziehungsweise hier ging es bei der First Majestic Silver Corporation sehr, sehr steil nach oben, von unter 3 Dollar oder sogar bei 2,40 beziehungsweise ja bei 2,60, 70, wo hier eine Unterstützung lag, ging es hoch fast bis auf 20 US-Dollar und nun hier ein sehr krasser Abverkauf, ja, Richtung 7,70, und hier wurden in dieser Woche weitere Verkäufe registriert. Doch das ist jetzt hier wirklich ein sehr, sehr spekulativer Wert. Allerdings hier dürfte es demnächst auch einen Rücklauf in etwa bis 11, möglicherweise sogar eben bis 13 US-Dollar kommen. Aber wie gesagt, ein sehr spekulativer Wert. Kommen wir zum Gold und zum Silber. Wochenchart lasse ich mal weg, kommen wir zum Tageschart. Da ist der zwar noch deutlich unter der Rainbow-Unterkante und unter dem EMA 200, aber man sieht hier, dass bei 1268 ein Kreuzwiderstand dann liegt. Also hier dürfte es heute nicht rübergehen. Sollte es hier einen Tagesschlusskurs über dieser Marke geben, ist es wirklich auch endlich dann auf Tagesbasis ein bullisches Zeichen. Im 4-Stunden-Chart würde hier die Unterkante gebrochen. Allerdings folgen hier ab 8 Uhr eher jetzt mal Verkäufe, mal nicht wie die letzten Tage gegen 8 und 9 Uhr, dass es eher nach oben geht. Hier ist es bei Gold im Stunden-Chart wurde hier ausgebrochen über die Oberkante, und ja, Rückläufe sollten jetzt an der Unterkante spätestens beendet sein. Die liegt jetzt hier bei 1256. Also nachdem gestern hier noch immer Wischiwaschi war, kann man hier eine Trendlinie noch einzeichnen, und die wurde eben jetzt mal nach oben gebrochen. Mal schauen, was eben kommt. Wie gesagt, komplette Entwarnung gibt es noch nicht, jedenfalls nicht auf Tagesbasis. Bei Silber, wie gesagt, Wochenchart überspringe ich mal, konnte in der Nacht, beziehungsweise ja, wie vor war es, ich muss mal kurz auf den anderen Monitor schauen, ja, gegen 6.30 Uhr wurde der EMA angelaufen, 200, halte hier leicht ab, und auch hier sind jetzt erstmal wieder Verkäufe zu beobachten.
Hier wäre natürlich wichtig, dass jetzt diese Marke nochmals überschritten wird auf 4 Stunden Schlusskursbasis. Stundenchart legen wir hier schon fast wieder an der Unterkante an. Also die 17,55. Hier sollte es, wenn sich hier was Bullisches anbahnen sollte, im Idealfall jetzt wieder nach oben drehen. Das war jetzt Silber und Gold. Kommen wir ganz kurz zum DAX bzw. zu den US-Märkten. Hier war ich ja skeptisch eingestellt, auch wenn jetzt hier immer wieder diese Trendlinie ja auch hier gestern noch gehalten hat mit ihrer Hammerformation. Und allerdings, was jetzt hier eben auch war, hier der Nasdaq, gab es nur einen Rücklauf, und wie man hier sieht, ist jetzt nach dem Bruch, der eben erst hier dann stattfand, ja, das Kursziel exakt jetzt in der Nacht erreicht worden. Jetzt ist es eben entscheidend, dass es eben denn die Nasdaq über der 4.778 bzw. 4.760er Marke hält. Neues, ja, vielleicht auch wirklich ein nachhaltiges, kann es jetzt hier nicht markieren, weiß nicht warum, Verkaufssignal würde bei unter 4.750 dann stattfinden. Also aber eher dann auf Tagesbasis, wenn diese Marke eben nach unten bricht. Und sonst wäre wirklich auch antizyklisch, ein Veranlagt ist hier sehr eng. Wie gesagt, ist ja in der Nacht erreicht worden. Wenn es nochmal hier einen Rücksetzer gibt, direkt zum regulären Handel und in den unteren Zeitebenen eine Umkehrstruktur da ist, kann man sicherlich erstmal hier Richtung dieser Marke handeln oder auch nur erstmal hier. Es sind ja mit dem engen Stopp ist es sicherlich gegeben bis 4.820 in etwa. Deshalb definitiv den Pfeil nicht unbedingt jetzt hier wie eingezeichnet. Es ist möglich, allerdings man muss jetzt erstmal hier die kleineren Strecken suchen. Nikkei hat, nachdem er hier die Ziele abgearbeitet hat, ging es auch nicht weiter vorwärts. Heute mit einer, wenn das die Kerze, ja, die dürfte richtig sein, mit deutlichen Abgaben. Und jetzt kommen wir zum Schluss zum DAX. Da kann man mal kurz auch einen Blick auf den Wochenchart werfen. Bleibt es so, ist es natürlich negativ. Die Kerze, und hier kann sich dann Druck nach unten aufbauen. Und im Tageschart wurde jetzt hier diese Unterstützungszone ja nochmal getroffen, nachdem es hier eben bullisch nach oben ging. Wirklich ein neues Bild ist jetzt oder eine neue Prognose ist schwierig. Es kann natürlich hier Richtung Gap Close gehen. Allerdings würde ich sagen, ja, er wird hier eher bei 10.525 spätestens nach unten abprallen. Also ein richtiger, echter Gap Close würde hier nur bei 10.545, weil dann hier die Kerze ist, stattfinden. Das ist aber ja nicht ganz, ist ja nicht der Xetra-Handel, sondern eher der Future-Handel hier, und nicht eher. Bewegungen sind im Future-Handel nachgebildet, ja, weil er um 8 Uhr öffnet und um 22 Uhr schließt. Aber es ist schon der DAX, der Future hat eine kleine Abweichung drin, aber nicht von den Gaps. Sondern was nach unten noch möglich ist, ist hier auf die untere Unterstützungszone noch zu fallen und von dort dann einen Rücklauf zu starten. Aber wie gesagt, mir ist es hier zu unsicher. Mal auch die 9-Uhr-Öffnung abwarten und dann schauen, wohin die Reise gehen könnte. Danke fürs Zuhören und bis später dann.